Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Andreas Weiß und ich begrüße Sie recht herzlich im Namen der FXZ Wertpapierhandelsbank bzw. im Namen von CapTrader zu dem heutigen Webinar Futures Trading mit NinjaTrader 8, welches wir gemeinsam mit Christoph Radecker durchführen. Christoph, dich grüße ich auch ganz herzlich. Ich muss dich noch gleich zum Organisator ernennen und natürlich dann auch zum Moderator, dass es dann direkt auch losgehen kann. Kurze Frage an Sie, an die Teilnehmer. Können Sie mich verstehen? Ist die Bild- und Tonübertragung soweit in Ordnung? Vielleicht ein kurzes Feedback über die Chatfunktion, dann weiß ich, dass von der Technik her alles passt. Okay, die ersten schreiben schon alles okay. Super, ja, vielen Dank für das Feedback. Das Webinar wird auch aufgezeichnet, genauso wie die letzten Webinare, die wir durchgeführt haben. Das heißt, es bildet sich nach und nach ein kleines Archiv und da haben Sie immer wieder die Möglichkeit, natürlich diese Webinaraufzeichnung aufzurufen und ja, sich praktisch rund um den NinjaTrader 8 zu informieren. Wo finden Sie die Aufzeichnung? Ich zeige Ihnen das mal kurz hier auf der Seite von FXZ. Wo finden Sie auch Infos rund um den NinjaTrader? Sie finden das bei uns unter dem Punkt Handelsplattform. Ja, und dann sehen Sie hier unten NinjaTrader, Futures steht noch dahinter, ne, weil Sie ja darüber die Futures handeln können. Ja, und dann kommen Sie auf die eigens angelegte NinjaTrader-Seite. Ja, über diese Seite können Sie auch dann das Live-Konto direkt eröffnen oder halt ein Demo-Konto, ja, je nachdem, wofür Sie sich entscheiden. Und wenn Sie da draufgehen auf den Link, werden Sie auch hier direkt weitergeleitet hier zu Philip Capital, wo das Konto geführt wird. Weiter unten, klar, die Vorteile sind hier aufgeführt. Sie finden hier den Download-Link zur Software. Wir haben hier mehrere Informations-PDFs noch hinterlegt. Ja, also da können Sie sich informieren über die Ordergebühren, die Margin, die Kontraktinformationen. Ja, einfach hier draufklicken und dann öffnet sich das jeweilige PDF. Ja, und auch auf dieser Seite kommen Sie dann zu den Videos. Ja, etwas weiter unten hier auf der Seite ist ein Link zu den NinjaTrader 8 Videos und wenn Sie da draufklicken, dann sehen Sie, da öffnet sich jetzt hier unser YouTube-Kanal, ja, wo die letzten beiden Webinare auch abgelegt wurden. Ja, das von meiner Seite erstmal zu Beginn. Wichtige Informationen, denke ich. Ja, ansonsten, wenn Fragen sind, können Sie die gerne während des Webinars stellen. Ja, ich denke, da wird dann auch zum Anschluss dann noch Zeit sein, auf die eine oder andere Frage einzugehen. Ansonsten würde ich sagen, Christoph, wenn du mich hören kannst, wenn du bereit bist, schalte ich gerne zu dir rüber. Okay, schönen guten Abend, Andreas. Liebe Trader, schönen guten Abend. Ich starte mal jetzt hier mal meine Präsentation oder versuche das mal. Okay. Ich schalte zu dir rüber, ne? Perfekt, danke dir. Okay. Eine Sekunde bitte, hab's gleich. Okay. Ich schaue natürlich auch die Fragen an. Also wenn jemand Fragen hat, bitte gleich schreiben. Im Normalfall kann ich darauf eingehen. Im letzten Webinar hat man, ich glaube, eine Frage, die ich nicht beantworten konnte aus dem Stegreif. Ich glaube, die hat man dann aber einen Tag darauf dann gleich geklärt. War einfacher wie gedacht, wenn ich ehrlich bin. Da habe ich um mehrere Ecken gedacht und ja, passiert manchmal. Heutiges Thema, was wir ansprechen möchten, sind die Margins im Futures-Bereich mit NinjaTrader 8 oder mit FX Flat in Verbindung mit NinjaTrader Brokerage. Dann schauen Sie mal die Margins an, die Margin-Definitionen. Da kommen immer wieder Fragen der Kunden, speziell die jetzt aus dem CFD-Forex-Bereich kommen. Da gibt es ja im Grunde keinen Unterschied der Margins. Also wenn Sie jetzt beispielsweise Forex handeln oder auch im DAX CFD als Beispiel bei FX Flat, haben Sie eine Sicherheitshinterlegung für diesen Contract for Difference. Und das ist im Futures-Bereich ein bisschen anders. Da wird unterschieden im Grunde zwischen mehreren Arten über Nacht als Beispiel und dann auch während des Tages. Und das ist so ein Aufhänger für das heutige Webinar und da ich irgendwie so Alliterationen mag, habe ich mir gedacht, okay, lass uns ein bisschen über Multi-Timeframe-Analysen reden, warum das Sinn machen kann und warum uns da der Marktscanner helfen kann. Also der Grundgedanke heute war Margins und Marktscanner. Der Marktscanner ist ein Tool, den ihr vielleicht schon gesehen habt im NinjaTrader 8, ist ein Tool, das meines Erachtens weit zu wenig benutzt wird, was aber bei Weitem
sehr behilflich sein kann und meines Erachtens sehr behilflich ist. Wenn man sich als Beispiel auf YouTube viele Videos anschaut von Tradern, ja, die wirklich von professionellen Händlern, die jetzt Futures handeln oder auch Aktien, die machen das meiste wirklich über die Scan-Funktionalität, speziell im Aktienbereich. Also der Scanner ist auf alle Fälle ein Punkt, den man sich auf jeden Fall anschauen sollte. Um das wird es auch heute gehen. Generell vorneweg brauchen wir diesen Risikodisclaimer, dass eben der Handel mit Futures, das jetzt hier speziell geht, aber auch Forex und CFDs eben ein hohes Risiko mit sich bringt und nicht für jeden Investor geeignet ist. Und als Investor-Trader kannst du möglicherweise mehr als das eingezahlte Kapital verlieren. Das ist ein großes und wichtiges Thema, nennt sich Nachschusspflicht. Man muss im Futures-Markt, wenn man ein Konto minus hätte, natürlich nachschießen. Aus diesem Grund sollte eben nur Risikokapital verwendet werden. Und im Grunde definiert sich das so, dass eben, wenn man das Risikokapital verliert, keine Änderung auf das Leben entsteht. Und wichtig für Leute, die Systeme handeln, dass eben eine in der Vergangenheit erzielte Performance, ja, eben keine Garantie für zukünftige Gewinne eben sein kann. Das ist ein großes Thema auch bei Risikodisclaimern, speziell in Amerika, diese hypothetische Performance. Und hypothetisch gilt auch einfach vergangene Performance, ja, weil man nicht in die Zukunft schauen kann. Okay. Generell erstes Thema Margins. Ja, und ich habe jetzt erstmal hier mal die aus der von der Webseite der FX Flat Wertpapier Handelsbank mal zwei Übersichten rausgepiert. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, das findet ihr natürlich auch auf der Webseite von FX Flat. Der Punkt heißt dann die Kontraktinformationen, also das ist ein blauer Punkt mit blauem Hintergrund, das heißt Futures Kontraktinformationen, Gebühren und die Margins. Und das ist ein wichtiger Punkt, eben zu verstehen, dass es hier verschiedene Arten der Margins gibt. Ich habe dann gleich einen Text da, der das dann genauer beschreibt. Ich möchte jetzt bloß ein paar Beispiele erstmal bringen, weil eben ja erstmal die US-Index-Futures natürlich ein sehr beliebtes Mittel sind für oder Vehikel sind für viele Trader, eben um an den Märkten zu partizipieren. Heute, der Dow kennt ja kein Halten mehr, zumindest bisher. Und ja, ich möchte mit euch jetzt hier mal das Ganze hier mal durchgehen. Ja, also hier seht ihr auf alle Fälle Märkte der Börsengruppe der CME, der Chicago Mercantile Exchange. Da sind Aktienindizes mit drin in dieser Gruppe, aber auch beispielsweise Metalle, das ist dann unter der COMEX oder auch der Energiemärkte, die an der NYMEX gehandelt werden. Also hier ist das dann mal so, dieses Formular so unterteilt. Ich möchte mich heute ein bisschen an den Dow Jones festhalten, weil ich den selber relativ viel im Blick habe, vielleicht ihr auch, oder ja, ich hoffe, ihr konntet da heute eben partizipieren. Generell gibt es immer ein Produktsymbol, ja, Kürzel. Im NinjaTrader übernehmen wir das eigentlich der Börsen, oder nicht eigentlich, sondern wir übernehmen das der Börsen. Es gibt andere Plattformen, die nutzen hier andere Kürzel, also hier, falls ihr beispielsweise CFD handeln würdet, wird das dann wahrscheinlich der YM, der E-Mini Dow Jones Index, und der Mini Future würde dann wahrscheinlich US30 heißen oder Dow 30 als CFD. Und genau, um dem wird es jetzt gehen. Die nächsten 2-3 Minuten möchte ich euch mal diese verschiedenen Margin-Sätze eben zeigen und das mal besprechen, um was es da geht. Generell hat, wie gesagt, jeder Markt sein eigenes Produktsymbol, ist einer Börse eben zugehörig und hat eben von der Börse ein Mindestmaß an Margin. Das nennt sich Maintenance Margin, also das ist hier abgekürzt Maint, wird das dann gleich nochmal gesehen, ausgeschrieben. Das ist diese Mindestmargin, die wirklich hinterlegt werden muss, die eben immer auf dem Konto sein muss, wenn so ein Kontrakt gehalten wird. Ja, das ist eine Sicherheitsleistung, die eben hinterlegt wird. Sprich, wenn ihr jetzt beispielsweise $4.800 auf dem Konto hättet, könntet ihr zwar untertags diesen Kontrakt eröffnen, aber nicht über Nacht halten. Und das ist schon mal der große Punkt, wenn es um Margins geht. Es wird eigentlich unterschieden zwischen einer Übernacht-Margin, die von der Börse vorgegeben ist, da ist ein Mindestmaß, die Maintenance-Margin ist da vorgegeben, und der Intraday-Margin, die eben euch der Broker, sage ich mal, zur Verfügung stellt. Ja, und ihr seht das Ganze ist viel niedriger, wenn man das mal sieht jetzt hier, die Maintenance-Margin $4.900 Intraday, nur 10%, knapp 4%, 10% dessen für den Mini-DAO, eben knapp eben $500, wo man untertags eben dann so einen Kontrakt auch bewegen kann. Über Nacht, wenn man halten möchte, muss dann mehr hinterlegt werden.
Und wenn man den Kontrakt das erste Mal öffnet oder das erste Mal über Nacht gehen muss oder möchte, muss man diesen ersten Schuss eben bringen. Und das ist dann hier diese Initial Margin, die zu bringen ist bei diesem NinjaTrader-Modell. Also sprich, wenn ihr über Nacht geht, das erste Mal, muss eben hier für den Mini Dow Jones ein Wert, eine Hinterlegungssumme erbracht werden von 5.390 US-Dollar. Man sieht natürlich, das ist natürlich mehr Geld, aber wenn man jetzt vielleicht im Swing-Bereich unterwegs ist, ist das auf alle Fälle eine annehmbare Summe, weil man natürlich sehr, sehr viel Geld bewegt im Futures-Markt. Generell, wenn ihr dieses Formular findet, könnt ihr auch die Kontraktinformationen eben aufrufen. Da gibt es eben hier doch den Punkt Details. Da kommt ihr dann auf eine Seite der CME-Gruppe und ich möchte die bloß mal kurz, oder ich möchte die zeigen, diese Seite, eben weil die sehr, sehr wichtig ist. Ja. Im Endeffekt ist es so, da macht man als Trader oft mal den Bogen darum oder viele Trader machen da gerne mal den Bogen darum, weil man eben ja, sich im Grunde nicht die Zeit nehmen möchte, wirklich den Markt kennenzulernen, den man analysiert, den man vielleicht auch handeln möchte oder den man auch aktiv handelt. Im Grunde seht ihr jetzt hier erstmal die Übersicht der unterschiedlichen Quotes der kommenden Monate oder des aktuellen Monats und der kommenden Monate. Also wir sehen jetzt hier bei MiniDAO als Beispiel, also den E-MiniDAO Dollar 5 Futures Kontrakt, der Globex, sehen wir jetzt hier, dass der September-Kontrakt 2018 noch gehandelt wird. Das ist jetzt eben ein ganz interessantes Thema. Der ist noch verfügbar. Dann den Dezember-Kontrakt und dann geht das Ganze durchaus weiter schon mal in den Juni 2019 rein. Also da wird dann zum Teil zwar marginal, aber da wird auf alle Fälle auch schon der Juni-Kontrakt 2019 gehandelt. Wir sehen dann auch jetzt hier schon mal natürlich mit einer, oder hier ist das auch vermerkt, mit einer 10-minütigen, mindestens mit einer 10-minütigen Verspätung sehen wir aber schon mal das heutige Volumen, was dann gehandelt wurde. Wir sehen jetzt hier im September-Kontrakt beispielsweise 40.000 Kontrakte und dann haben wir hier im Dezember-Kontrakt schon das Dreifache gehandelt knapp. Also sprich, Futures-Kontrakte der unterschiedlichen Fronten oder der unterschiedlichen Monate haben natürlich auch unterschiedliches Handelsvolumen. Und wir haben jetzt gerade die Phase, daher ist das wirklich ein Punkt, wo auch der Marktscanner oder auch helfen kann, aber auch diese Seite wichtig ist. Sowas sollte man im Blick haben. Märkte, Futures-Kontrakte laufen aus, ja, die haben ein Ablaufdatum. Und im Grunde ist es so, möchte man natürlich speziell, wenn man jetzt Daytrader ist oder wenn man aktiver an den Märkten handelt, möchte man natürlich in dem Markt unterwegs sein, der am meisten Volumen hat. Und genau, also wir werden das dann später noch im Marktscan ausarbeiten, wie man sich das dann mit ein paar Mausklicks eben nochmal in NinjaTrader raussuchen kann. Generell hier ein Punkt, den ich nochmal, oder zwei Punkte von dieser CME-Webseite, die ich nochmal ansprechen möchte, Entschuldigung, sind eben hier diese Kontraktspezifikationen, die man eben hier einsehen kann. Man sieht jetzt hier auch eben hier beispielsweise mal diese Produktcodes, ja, die ich vorher angesprochen hatte, hier MiniDAO, eben YM. Und sieht man auch die Kontrakte, die es eben hier gibt. Ja, März, Juni, September, Dezember, also da gibt es in diesem Fall bei diesen Aktienindex Futures nichts dazwischen. Und man sieht natürlich auch dann die Handelszeiten und natürlich auch den Tickwert oder ja, oder auch den Punktwert in dem Fall von diesem Markt. Also wenn ihr euch den MiniDAO anschaut oder wenn ihr das erste Mal vielleicht mit dem MiniDAO-Kontrakt zu tun habt, werdet ihr feststellen, auch auf der Demo, wenn jetzt der Markt in eure Richtung läuft, angenommen um einen Punkt, hättet ihr vor Gebühren 5 Dollar verdient, beziehungsweise eben ja, 10 Punkte jetzt 50 Dollar und so weiter und so fort, natürlich auch in die gegensätzliche Richtung. Also hier Kontraktspezifikationen meines Erachtens ist ein wichtiger Punkt, den man auf alle Fälle auf dem Schirm haben sollte, genauso wie der Kalender, wo man eben sieht, wie lange denn jetzt hier so ein Kontrakt oder das First Trade Date ist und auch das Last Trade Date. Und da sehen wir hier, dieser September-Kontrakt, der Last Trade Date ist jetzt hier bald erreicht, das sind noch 2 Tage, dann gibt es den nicht mehr, ja, dann läuft dieser Kontrakt aus und dann ist der aktuelle definitiv dieser Dezember-Kontrakt. Also auch das speziell in den Rohstoffmärkten speziell, das bitte beachten. Hier mal einen Blick drauf werfen auf diese CME-Webseite als Beispiel, wenn man sich für US-Futures interessiert. Sich das mal anschauen, sich zu Gemüte führen. Wenn es Fragen gibt, bin ich mir sicher, dass euch die Ansprechpartner bei FX Flat auch gern zur Seite stehen. Sage aber immer, oder das ist zumindest meine Überzeugung,
wenn man hier in den Markt handelt, sollte man sich hier auch damit auseinandersetzen. Margins, nochmal hier zu sehen, hier wird die Maintenance Margin angegeben, wenn meine Maus das auch machen würde. $4.900 wird jetzt hier angegeben an Maintenance Margin und Mindestsumme. Das ist ein Punkt, der sich auch permanent oder nicht permanent, der sich aber auch täglich ändern kann. Wichtig zu bedenken, so eine Margin ist auch nicht in Stein gemeißelt und ist eben dann der Punkt, dass man auch, was man wirklich auch wissen muss. Wir sehen jetzt hier die Maintenance Margin nochmal, wenn wir hier nochmal in diese Zeile des YM gehen, Maintenance Margin $4.900, also hier ist die Version noch aktuell, hier wurde keine Änderung der Börsen vorgenommen. Jetzt sagt man, okay, das wird schon so passen. Im Regelfall, sage ich mal unter Anführungsstrichen, passt es auch, aber ich möchte euch nochmal an einen Punkt erinnern, ich werde es dann auch nochmal kurz zeigen, fällt mir immer ein Silber, ich glaube das war das Jahr 2011 oder 12, da war Silber mal über $50, wenn jemand den Silbermarkt ein bisschen im Blick hat, ich glaube wir sind da jetzt bei $14 etwa, also sprich nur ein Bruchteil dessen, wo wir mal waren und die Bewegung, der Katalysator für diesen wirklichen massiven Sell-off war wirklich eine Margin-Erhöhung der Börsen. Also sprich, Margins haben einen großen Einfluss auf das Geschehen und auf alle Fälle im Punkt, den man eben immer im Blick haben sollte. Ein paar weitere Beispiele hier nochmal dazu. Ja, es gibt Gold, ist ja... Okay, wunderbar, Roland, vielen Dank. Es kam gleich die Frage, nochmal diesen Unterschied oder was ist nochmal die Maintenance Margin und die Initial Margin. Ich habe gleich einen Text dazu. Bloß jetzt hier mal, wenn man sich diese Übersicht ansieht, sieht man eigentlich immer, bis auf den Bitcoin, das klammer ich jetzt mal aus, sieht man eigentlich immer, die Initial Margin ist höher wie die Maintenance Margin. Die Maintenance Margin ist wirklich die Mindestsumme, die auf dem Konto sein muss, dass die Position offen sein darf. Ja, ansonsten wird die vom Broker oder hat der Broker das Recht eben zu schließen, ja, nennt sich dann auch Margin Call und die Initial Margin ist wirklich der erste Entschuss, der höher ist, einfach für den Broker, um sicher zu gehen, dass der Kunde das Kapital hat. Ja, also hier wird dann, sage ich mal, auf ein bisschen Sicherheit oder auf Sicherheit gespielt, eben, dass der Kunde eben genügend Kapital hat. Aus diesem Grund ist das Ganze im Regelfall dann 10%, zwischen 10% und 25-30% eben höher, die Initial Margin wie die Maintenance Margin. Also das ist jetzt hier mal die grobe, nicht ausformulierte Erklärung. Ich habe den Bitcoin BTC, ihr seht das nochmal bei diesen Equity Indexes, haben wir den noch hier mit drinnen in dieser Übersicht, BTC, Bitcoin Futures. Bitte bedenkt, ich glaube, der Bitcoin Futures, man handelt da 3 oder 5 Bitcoins und vor ein paar Monaten war ja der Bitcoin noch bei $20.000, also sprich, hier hat man auch wirklich auch einen großen Geldbetrag auch bewegt. Hier ist das verkehrt rum, ja, oder hier ist das andersrum. Die Maintenance Margin ist mit $13.000 relativ niedrig, ja, die Initial Margin $15.000, also sprich, wenn das Ganze über Nacht gehalten wird, scheint das Ganze nicht so hoch zu sein. Die Intraday Margin ist um einiges höher. Und jetzt ist die Frage, kam von vielen Tradern oder von einigen Tradern, die sich für Bitcoin interessieren, warum ist denn das so? Und der Punkt ist der, BTC, Bitcoin, ist ein sehr, sehr junger Markt an den Börsen. Generell natürlich ein sehr, sehr junges Produkt mit einer unglaublichen Anstieg, sage ich mal. Ja, Blase möchte ich nicht sagen, da kenne ich mich zu wenig aus. Aber wie gesagt, wir hatten hier einen unglaublichen Anstieg und unglaubliche Volatilität während des Handelstages. Aus diesem Grund ist hier die Intraday Margin auch höher. Hier geht der Broker oder die Clearingfirma auf Nummer sicher eben und schränkt hier, sage ich mal, den Handel ein wenig ein. Liegt einfach darum, der Broker muss sicher gehen, dass der Kunde diese Bewegungen auch aushält. Für den Intraday-Handel, und das ist eine gute Frage, vielen Dank auch dafür, wird lediglich die Intraday-Margin eben benötigt. Also ich sage jetzt einfach mal so, wenn Sie jetzt einen Trade platzieren, 9 Uhr morgens deutscher Zeit im Mini Dow Jones und halten den bis 20 Uhr abends, also 11 Stunden durch, wird nur diese Intraday Margin für als Sicherheitshinterlegung benötigt. Geht das Ganze dann in den Close, dann brauchen Sie mehr Geld, möchten Sie über Nacht gehen, ab diesem Zeitpunkt brauchen Sie mehr Kapital. Ja.
Close der Märkte ist, wie gesagt, nur um Mitternacht rum. Also das Ganze ist mehr, zumindest bei diesen US-E-Mini-Märkten relativ, der handelt eigentlich die ganze Nacht durch. Und da gilt immer die Intraday-Margin. Nochmal zwei Beispiele dazu. Wir haben jetzt hier dann natürlich die Zinsmärkte und dann haben wir hier unten noch Gold, die Gold-Futures eben mit der Daytrade-Margin von $1,000. Das ist eben so ein Punkt. Daytrade-Margins ist wirklich der Punkt, für die aktive Händler, nach was die Ausschau halten. Ja, also für den großen Goldkontrakt sind es eben $1,000. Dann gibt es noch diesen Mini-Goldkontrakt, den MGC. Das ist dann quasi ein Zehntel dessen. Der hat $250. Und dann haben wir nochmal diesen CL-Markt als Beispiel. Der hat auch $1,000 Daytrade-Margin. Also das sind Märkte, beispielsweise Öl und Gold, die natürlich eine große Volatilität während eines Handelstages haben. Wo der Broker dann aber im Endeffekt dem Kunden sehr, sehr aggressive Margins eben zur Verfügung stellt. Sprich, man braucht relativ wenig Kapital, um eben hier diesen Markt handeln zu können, oder sehr wenig Kapital als Sicherheitshinterlegung. Ja. Da wir natürlich jetzt hier in Deutschland sind und der DAX unser liebstes Kind ist, ja, habe ich hier noch diese zweite Seite mitgebracht. Wie gesagt, ihr werdet das auch finden. Ich bringe das aber auch noch als einen zweiten Grund. Generell hier DAX, Mini-FDAX, Eurostoxx 50 Future, Bund, Bobel, Schatz. Haben wir hier nochmal, also die Eurex-Märkte, das sind, sagen wir so, die liquiden Eurex-Märkte, natürlich Eurostoxx Future, Bund Future, so die wirklich Volumenstärken, die auch viele Trader kennen. Daytrade Margins auch sehr niedrig, $2,500, also bitte hier die Zahl in Dollar für die Margin-Hinterlegung. Für den FDAX, Mini-FDAX $1,000. Dann haben wir Bund noch mit $1,000. Und das gilt dann während des Handelstags von 8 Uhr morgens bis 21.45 Uhr. Also sprich die Sicherheitshinterlegung während des Handelstages ist sehr, sehr gering. Auch wiederum 10%, sage ich mal, dessen, was dann eigentlich gebracht werden muss. Es kam jetzt gerade die Frage, warum ist denn hier der Mini-DAX Future verglichen so viel teurer von der Sicherheitshinterlegung mit $1,000 zu dem großen Bruder, dem FDAX, mit $2,500. Und das ist eine gute Frage, auch berechtigt. Warum? Weil der Mini-FDAX nur ein Fünftel so groß ist wie der normale FDAX. Also der FDAX, wenn sich jetzt bewegt um einen Punkt, dann hat jetzt hier hat eine Bewegung auf dem Konto stattgefunden von 25 Euro plus oder minus. Ja. Also ein Punkt im FDAX sind 25 Euro, sind zwei Ticks. Also der FDAX, der tickert oder verändert sich mit dem kleinsten Schritt um einen halben Punkt. Und 100 Punkte sind eben 2.500 Euro. Und dann ist das natürlich eine Menge, weil der DAX natürlich, wie wahrscheinlich viele von euch wissen, zu großen Bewegungen tendiert. Der Mini-FDAX ist ein Markt, der wurde dann, ich glaube, Ende 2015 wurde der, glaube ich, eingeführt. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube wirklich 2015 war das Ganze, eben um dieses ganze CFD-Thema für die Futures-Börsen oder die Futures-Börsen ein bisschen attraktiver zu machen für die Trader. Ja. Und der Mini-FDAX, wie gesagt, ist ein Fünftel so groß, also der Punktwert ist ein Fünftel so groß wie beim großen Bruder, ist bei 5 Euro je Punkt und der tickt auch mit, also die kleinste Veränderung ist auch ein Punkt. Ja, das ist so ein, das ist so eine Sache, also sprich eine 50 Punkte Bewegung im DAX, ja, das wären beim FDAX dann 100 Ticks und im Mini-FDAX wären das dann aber nur 50. Ein Grund, warum jetzt hier diese Mini FDAX Margin höher angesetzt ist. Ich meine, das ist streitbar, ob man hier auf 750 runtergeht oder 500. Meiner Meinung nach zumindest. Der Hintergrund, warum das so gemacht wird, oder der Hintergedanke ist der Mini FDAX ist nicht so liquide wie der FDAX. Ja, wir können uns das dann gleich auch nochmal im Marktscan anschauen, dass ihr hier einen besseren Überblick bekommt, warum das auch so passiert. Genau. Also das ist der Hintergrund, der ist jetzt nicht so liquide, der hat weniger Handelsvolumen, wenn man den ganzen Tag betrachtet, wie jetzt der reguläre FDAX. Und aus diesem Grund ist das jetzt hier ein bisschen höher angesetzt. Ja. Aber wie gesagt, $1,000 für 5 Euro je Punkt geht, glaube ich, wirklich noch. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viel das beim CFD ist, wenn ich ehrlich bin, aber doch, glaube ich, eine Menge.
ein interessantes Beispiel, vielleicht ich gehe noch mal eine Stufe zurück, weil das betrifft mich selber. Ich handle gern auch CFDs, auch mit FX Flat, offen gesagt, und da oder habe es vor, dass ich da auch noch ein Konto aufmache. Es ist so, bei Mini Dow Jones während des Tages, wie gesagt, $500 über Nacht oder beim CFD selbe Positionsgröße, ich glaube 6.000 Euro. Also das hier ist der CFD durch diese neue ESMA-Regulierung auf alle Fälle benachteiligt. Der Unterschied ist natürlich dann hier extrem. Es kam jetzt hier noch eine Frage nach diesen Positionslimits. Und wir sehen jetzt hier beispielsweise beim DAX 10 Kontrakte, Mini-FDAX 25 Kontrakte, die Eurex generell ein bisschen niedriger gehalten. Wir sehen jetzt hier noch 25 für den Bund, was hier mit Sicherheit auch verhandelbar ist, wenn wir einen Trader hätten oder einen Trader haben, der hier sagt, okay, er möchte hier weit mehr handeln als Beispiel. Und dann haben wir hier, sehen wir hier unten aber schon mal 100 Kontrakte bei dem Mini-Russell. Sehen das Ganze auch hier beispielsweise beim ES. Ja, beim ES haben wir hier, das ist der wirklich sehr, sehr liquide US-Index-Future vom S&P 500. Der Future hat 100 Kontrakte und sehen wir hier Dow, Russell und Dow Russell und der Nasdaq Future über 50 Kontrakte, doch, also wie gesagt, hier eine Menge. Und ja, das ist eine Standardeinstellung. Und diese Standardeinstellungen sind einfach so, dass wir im Grunde oder dass jetzt hier aggressive Daytrade Margins angeboten werden können. Das ist völlig okay. Die kann auch ein Trader, sage ich mal, zu seinen Gunsten nutzen. Ist jetzt aber ein Trader beispielsweise, dass der sagt, okay, ich möchte jetzt 20, 30 FDAX handeln, dann wird die Margin im Regelfall steigen. Ja, warum? So eine Broker-Beziehung zum Kunden, die ist jetzt nicht einseitig, das ist anders, sage ich mal, wie jetzt vielleicht im Forex- und CFD-Markt, wo weit mehr automatisiert ist. Die Positionsgrößen, die man handelt im Future-Markt, sind, wie ihr wisst, hoffentlich deutlich höher. Und aus diesem Grund, sage ich mal, ist dieses die Vertrauensbasis ist basiert die auf Gegenseitigkeit. Ja, wenn jetzt der Broker euch kennt, weiß euch einzuschätzen, weiß, ihr habt euer Risiko im Griff, dann sind das mit Sicherheit Punkte, die verhandelbar sind. Und aber standardmäßig ist das eben jetzt hier so eingestellt. Die Gesamtkosten möchte ich euch bitten, Michael, vielen Dank für die Frage. Kontaktiert da bitte FX Flat, die werden euch das Ganze nochmal gerne erklären, euch diese Einzelpunkte eben zusammenfassen, ja, ist es auf alle Fälle hier mit den Konditionen der Gebühren von 2 Euro ein sehr gutes Angebot. Swap-Gebühren gibt es nicht. Ja, also sprich, du bekommst, wenn du einen Mini-FDAX beispielsweise short handelst, keine Zinsen gut geschrieben oder auch nicht abgezogen. Da ist das Ganze relativ einfacher, sage ich mal, wie im CFD-Markt. Hier nochmal so die Erklärungen, offen gesagt, das ist rauskopiert, das habe ich von der Bundesbank kopiert, also hier mal ein bisschen was Offizielles, dass eben an den Terminmärkten der Begriff Margin eben eine Sicherheitsleistung oder Hinterlegungssumme eben darstellt, welche eben die Partner oder welche die Marktteilnehmer von einem Termingeschäft eben hinterlegen müssen, um eben die Clearing-Partei eben abzusichern. Und diese erstmalige Absicherung, deshalb habe ich das unterstrichen, wird das Initial Margin eben bezeichnet. Also dieser Ersteinschuss, ja, der höher ist wie die Mindestsumme, ist immer höher, ja, und nennt sich Initial Margin. Und ja, was wollte ich dazu noch sagen? Wichtig ist Folgendes, wenn man Futures handelt, wenn man CFDs handelt, ja, man hinterlegt hier eine Summe, damit man an der Bewegung eben von diesem Markt eben partizipieren kann. Ja, aber im Regelfall hat man eben keinen Anspruch auf wirklich dann das Gut. Ja, das ist jetzt hier in den Rohstoffmärkten ein bisschen anders. Ja, aber wenn Sie jetzt beispielsweise den Dow 30 handeln und liegen richtig, haben Sie hier dann keinen Anspruch auf die Dow Jones 30 Aktien, sondern haben nur eben Anspruch darauf, dass Sie entsprechend der Bewegung eben Gelder gut geschrieben bekommen oder, wenn es schlecht gelaufen ist, abgezogen. Die Maintenance Margin, wie ich vorher schon angesprochen habe, ist eben diese Mindesthöhe, also von die der Wert der Sicherheitsleistung beim Terminkonto nicht unterschreiten darf. Also wenn man hier einen Kontrakt offen hat, ja, und ich sage jetzt einfach mal diese Mindestsumme bei dem Mini-DAO, wir haben das vorher gesehen, es sind 4.900 US-Dollar, das ist wirklich das Minimum. Fällt das Konto Guthaben unter 4.900 Dollar und Sie haben jetzt hier einen Kontrakt offen, dann müssen Sie entweder Gelder nachschießen oder eben
der Trade wird vom Risk Desk, vom Risiko Desk, da sitzen Trader und kümmern sich darum, dass eben die Risiken eingehalten werden, wird die Position eben geschlossen werden. Also ich schreibe jetzt hier nochmal, dass eben wird die Maintenance Margin erreicht und unterschritten muss ein Nachschuss geleistet werden, also diese Nachschusspflicht, ja, um eben hier diese Initial Margin eben mindestens zu bringen. Und das kann man per Überweisung machen oder eben man muss eben diese Position schließen. Genau, und das ist ein wichtiger Punkt auch, wenn man aggressiv handelt. Ja, und das passiert leider passiert es vielen Tradern, dass eben die diese Risikoanforderungen nicht im Blick haben. Ja. Werden die Risikoanforderungen oder auch die Margin-Anforderungen nicht erfüllt, dann hat eben das Brokerhaus wirklich das Recht, die Position im vollen Umfang eben zu liquidieren, eben weil eben diese Gebühren oder weil eben die Mindestanforderungen nicht erfüllt werden. Ja. Und jetzt hier noch ein Punkt, die Höhe, und das ist jetzt hier wieder abhängig vom Brokerhaus selber, die Höhe des Mindesteinschuss entspricht im Allgemeinen etwa 75% des Ersteinschusses. Ja. Also wir haben es gesehen, hier bei dieser, bei der Übersicht vorher hat man gesehen, dass das etwa 90% waren, also das hier wieder aggressiver, das amerikanische Modell, aber im Grunde wie gesagt, wichtig ist Folgendes, die Maintenance ist Margin, ist diese Mindestsumme und dieser Ersteinschuss ist aber höher, eben um hier einen Puffer zu haben. Handelt man nur untertags, fällt dann die Anforderungssumme auf $500. Das bringt mich jetzt hier zu dem zweiten Thema. Das erste war jetzt Margins, dass wir ein bisschen anreißen. Ich hoffe, ihr konntet das verstehen. Ich möchte mich für eure Fragen auch dazu beantworten. Ich hoffe, das hat sich geklärt, dass das passt. Ansonsten bitte kontaktiert FX Flats, die werden euch das natürlich auch gerne nochmal erklären. Ich bin ein Fan von Multi-Timeframe-Analysen. Ja. Also ich bin ein Marktfanat, ja, habe schon unglaublich viel auf die Nase bekommen und irgendwann ist es so, dass man sagt, okay, womit kann ich leben, was stresst mich wenig, womit verdiene ich, habe ich die Chance, mit einem angemessenen Stresspensum Geld zu verdienen. Und für mich ist das im Grunde, oder für auch viele Trader ist das wirklich so ein Multi-Timeframe-Ansatz, ja, also so ein trendbasierter Ansatz, wo man dann eben idealerweise abgestimmt auf mehrere Zeitebenen eben agiert. Ja, und das Ganze kombiniere ich jetzt hier in der Überschrift eben mit dem Marktscanner und nenne das eine kluge Kombination, weil eben dieser Marktscanner hier rechts zu sehen, ein Beispiel, eben hier wirklich deutlich unterstützen kann und euch Arbeit abnehmen kann. Ja. Im Grunde ist es ja so, dass der Multi-Timeframe-Ansatz ist ja eben ein klassischer Weg, um eben den Zustand von dem Markt zu erfassen. Wir sehen es heute beispielsweise, dass dieser Dow Jones durch die Decke geht, währenddessen sich der Nasdaq als Beispiel oder der S&P auch ein bisschen schwerer tun. Also wir haben heute wirklich gesehen, dass der Dow, glaube ich, zur Eröffnung ist der um 150 knapp oder 180 Punkte, glaube ich, gestiegen, wenn ich mich richtig erinnere. Und der Nasdaq ist aber verkauft worden. Ja, also wie gesagt, Multi-Timeframe-Analysen helfen da. Ja, also der Nasdaq hat die letzten Tage sich zurückgesetzt, also die Tech-Werte sind schwach. Und der Dow, diese, ja, sagen wir, die alteingesessenen Unternehmen starten nach oben durch. Das hätte uns auch hier dieser Multi-Timeframe-Ansatz mit Sicherheit auch gezeigt. Und dann haben wir hier eben, was zur Erklärung nochmal, dass jetzt hier so ein Top-Bottom-Ansatz verfolgt wird. Also wir gehen eigentlich von einer großen Zeiteinheit. Also haben wir einen Trend im Tageschart? Ja, nein. Haben wir einen Trend im 60-Minuten-Chart? Wie auch immer. Haben wir einen Trend? Ja, nein. Und dann geht man eben in eine kleinere Zeiteinheit rein. Das ist so der Ansatz. Und im Endeffekt die große Problematik, warum mir das so ein Punkt ist, der mir wichtig ist oder wo ich selber auch noch zum Teil zum Lernen habe, die Problematik aus der Praxis ist einfach die, wir tendieren einfach immer zu kleinen Zeiteinheiten. Ja. Aufgrund Risk schreibe ich hier, warum wir sind zum Teil in Märkten unterwegs, wie diesen FDAX, ja, und möchten, oder möchten, Schrägstrich müssen, das Risiko klein halten. Aus diesem Grund gehen wir in den 1-Minuten-Chart rein als Beispiel und möchten mit einem möglichst kleinen Stopp handeln. Und im Grunde führt das zu folgendem, im Regelfall zumindest in der Folge, handelt man dann sehr viel. Man möchte einen kleinen Stopp, wird ausgestoppt, wir scalpen dann quasi, ja, wir gehen einen Scalp ein und hoffen auf die große Bewegung. Und Scalping
im Grunde ist natürlich ein sehr, sehr aktiver Handel, wahrscheinlich der aktivste Handel im diskretionären Bereich, führt zu Stress und im Grunde, ich schreibe jetzt hier nicht unbedingt höhere Gewinne, ich kann mich fast sagen, führt zu weniger Gewinne. Ja. Also sprich, da ist es so, der Hintergrund, warum ich das jetzt hier bringe, ist dann eben hier, dass ich eben diesen Multi-Time-Frame-Ansatz mag und dann eben das jetzt eben hier ein bisschen kombinieren möchte, dass man eben den Marktscanner hier schön einsetzen kann. Letzter Punkt, den ich hier noch bringe, Overtrading, also sprich Kontrollverlust, Game Over. Wie gesagt, viel Handel, viel Aktivität, da freut sich jeder Broker, man ist gestresst und irgendwann, ich wünsche es euch nicht, aber vielleicht gibt es mal einen Tag, wo ein Kontrollverlust eben da sein sollte und dann verliert man sehr viel Geld, was eben man vermeiden kann. So, hier ein paar Beispiele für so Ansätze. Ich bringe jetzt hier bloß ein paar Charts. 4 Range-Charts seht ihr hier im FDAX. Ja. Bewegung, viele und dann der Supertrend. Ja. Also das ist jetzt hier kein besonderer Chart. Ist jetzt auch schon dieses Bild ein bisschen älter. Seht jetzt hier FDAX oder der FDAX hat jetzt hier gehandelt bei 11.930 Punkten. Ist also ein bisschen älter. Viele, sagen wir mal, Signale durch diesen Supertrend, ja, und im Endeffekt möchte man dann, wenn man hier so kurzfristig unterwegs ist, reinspringen, rausspringen, reinspringen, rausspringen, und wie gesagt, das führt dann eben zu dem Ganzen, was man vorher eben gesehen, was ich vorher angesprochen habe, dass man eben doch durchaus gestresst ist. Hier ein zweites Beispiel, E-Mini S&P, S&P Future, dicker Markt, der viel Volumen handelt, und den bringe ich jetzt hier einfach aus zwei Gründen, A, weil der natürlich deutlich ruhiger ist wie unser DAX einerseits und zweitens, weil ich hier einen Volumenchart verwende. Ja, also es gibt ja bei professionellen Handelsoberflächen zumindest, gibt es jetzt nicht nur einen Minutenchart, es gibt auch tickbasierte Charts und vieles, vieles mehr. Diesem Beispiel bringe ich einen Volumenchart. Falls ihr das nicht kennt, schaut euch das an. Ich finde es persönlich sehr, sehr interessant. Warum? Weil du eben den Volumenchart hier 5000er Volumen eben auch individuell auf das entsprechende Instrument eben auch einstellen kannst. Also hier beispielsweise 5000 Volumen beim S&P 500, weil er dickes Volumen hat, würde man hier den FDAX nehmen. Ja, mit 5000 Volumen hätten wir 20 Kerzen. Ja, weil der FDAX, sag ich mal, im Schnitt wahrscheinlich, wenn er 100.000 Kontrakte handelt, speziell in den Sommermonaten, dann ist da viel passiert. Also sprich, Volumencharts kann man oder sollte man oder muss man individuell anpassen. Und im Grunde ja, ist das eben hier so der Aufhänger für das, was ich hier bringe. Ihr seht jetzt hier wieder den S&P 500 oder den S&P 500 Future, wo ich dann mal ein paar Märkte übereinander lege. Das ist ganz schön. Man kann das auch jetzt nicht nur mit einem Markt machen, sondern ihr könntet ja beispielsweise auch den 6B, das britische Pfund, der britische Pfund US-Dollar Future zum Euro beispielsweise auch übereinander legen. Und dann sehen hier, wie sich wie stark die Märkte zueinander sind als Beispiel. Aber hier ist der Ansatz folgender: Okay, ich möchte im Grunde mehrere Zeiteinheiten übereinander legen. Ich persönlich finde das interessant. Wir können hier natürlich im einen Chart mehrere Untercharts verwenden, wir können mehrere Timeframes anzeigen und das Ganze wird aber dann kunterbunt und wir haben dann, wie ich jetzt hier schreibe, so einen Informationsoverflow. Was mich eben dann wieder dazu bringt, dass man das Ganze natürlich kombinieren kann, wo uns der Marktscanner auch dann helfen kann, wenn ihr euch das eben so zusammenbaut. Ich bringe jetzt hier eben ein Beispiel, wir sind jetzt wieder hier im selben Markt und im Grunde haben wir es hier dann so, dass wir dann womöglich idealerweise in Trendrichtung handeln und dann handeln eben speziell, wenn die Märkte ja, in Sync sind, wenn die Märkte eben wirklich in die Richtung haben und dann können wir uns hier dann idealerweise engagieren und vielleicht sogar oder idealerweise auch mit einem überschaubaren Risiko. Genau, das Ganze gilt eben dann dazu, dass man das Ganze im NinjaTrader natürlich auch filtern kann. Man kann hier Indikatoren kombinieren als Beispiel. Man kann natürlich diese Zeitebenen, diese drei Untercharts natürlich auch in einen Chart übereinander legen als Beispiel, aber auch eben, und da geht es jetzt drum, das ist so dieser Praxisteil, geht es auch dann darum, dass wir uns dann jetzt hier mal das Ganze ein bisschen im Marktscan anschauen, im NinjaTrader 8, was man da machen kann, was sind so die Standardeinstellungen, welche Filterkriterien habe ich, mit was kann ich eigentlich filtern, und das möchte ich jetzt hier in diesem Praxisteil, oder ich nenne das zweite jetzt einfach mal Praxisteil, möchte ich hier mal zeigen, das muss das Ganze hier mal anschauen, Entschuldigung,
Okay. Okay, wunderbar. Also hier als erstes, wie immer, erster Schritt ist jetzt hier dieses NinjaTrader Kontrollzentrum. Und genau. Und öffnen tut man diesen Marktscanner wie folgt. Also geht jetzt hier auf Neue, geht jetzt hier mal auf diesen Marktscanner und dann kommt jetzt hier ein Bild. Das ist leer. Und da ist man erstmal schockiert, weil wir hier, sagen wir, kein Standard-Setting wirklich vorgeben. Also NinjaTrader oder wir sind darauf wirklich fokussiert, dass wir den Kunden so viel Flexibilität wie möglich geben. Daher müssen wir hier dieses Fenster mal bearbeiten oder diesen Marktscanner hier mal bearbeiten. Mach den hier mal ein bisschen größer. Füge jetzt hier mal Instrumente ein. Zwei Wege dazu, wie man das machen kann, wenn man damit arbeitet, Instrumente hinzufügen. ES hole ich mal rein. Ja, also den E-Mini-S&P, den September-Kontrakt, hole mir aber auch mal rein. Wo ist er? Den Dezember-Kontrakt. Finde ich ihn schon nicht. Okay, dann hole ich mal den Bund rein und hole mal dann ein paar Märkte einfach rein, dass wir hier eine Übersicht eben finden, um das Ganze eben hier mal als Beispiel zu bringen. Okay, habe jetzt hier ein paar Märkte drinnen und im Grunde den ersten Schritt, den ich euch zeigen möchte, ist im Endeffekt folgendes. Wir haben Märkte hinzugefügt, via Rechtsklick, Instrument hinzufügen und dann könnte man hier beispielsweise Einzelwerte eben reinbringen. Ja, das sind jetzt hier so meine Favoriten. Hier oben, ja, die habe ich hier festgetackert, sage ich mal, und dann haben wir unten hier beispielsweise auch Kurslisten, die man hier auch reinbringen könnte. Ist jetzt hier ein Markt nicht drinnen, der jetzt hier nicht vordefiniert ist beispielsweise, dann können wir natürlich diesen Markt natürlich auch reinholen. Zwar wie folgt, ich mache jetzt hier mal folgendes, ich tippe den Markt mal einfach ein, ups, und hole mir hier als Beispiel den australischen US-Dollar zum amerikanischen US-Dollar Future hole ich mir mal rein und ja, hole mir diesmal rein. Also wie gesagt, man kann es auch auf der Tastatur machen. Es geht sehr, sehr schnell und ist meines Erachtens ja, ganz brauchbar, um hier effizient arbeiten zu können. Wir haben auf alle Fälle jetzt hier eine Kursliste. Ja, und angenommen, das sind jetzt die Märkte. Den F-DAX hole ich mir noch rein, weil das haben wir eben besprochen, das Volumen. Also jetzt hier die Liste, mit der wir arbeiten möchten und dann haben wir hier Spalten. Also das Instrument, den aktuellen Ask-Preis, Bit und dann haben wir den letzten Preis. Das möchten wir jetzt abändern und wir möchten diese Spalten abändern. Ja? Und im Endeffekt hier kann ich das Ganze eben hier via Rechtsklick und dann in Spalten, kann ich diese Spalten eben individualisieren, so wie ich das haben möchte. Jetzt angenommen, den Ask-Preis möchte ich nicht, ja? Den Bit-Preis möchte ich nicht. Ich klicke jetzt einfach auf meiner Tastatur auf Entfernen, dann ist der weg. Der letzte Kurs interessiert mich und ich möchte mal dieses Tagesvolumen sehen. Ja? Tagesvolumen, Doppelklick und dann hole ich mir den in dieses konfigurierte Fenster mit rein. Anwenden, okay, und dann aktualisiert sich jetzt hier natürlich der Marktscanner. Keine große Besonderheit. Wir haben hier natürlich dann Filteroptionen, wo dann das Ganze natürlich auch hier gestaffelt wird. Ganz interessant, meines Erachtens, wir sehen jetzt hier beispielsweise den Euro-Stocks und wir sehen jetzt hier, dass dieser Euro-Stocks im September-Kontrakt schon gehandelt wird. Also da hat er noch 1,5 Millionen Kontrakte oder hat er heute 1,5 Millionen Kontrakte gehandelt. Im Dezember-Kontrakt hat er gehandelt 1,3 Millionen Kontrakte. Das war eben der Punkt, warum ich vorher oder am Anfang eben diese Börsenseite angesprochen habe oder warum es wichtig ist, wirklich zu schauen, welche Märkte denn liquide sind. In diesem Fall heute zumindest noch oder bis zum Freitag ist auf alle Fälle hier der September-Kontrakt an der Eurex noch liquider. Schauen wir uns das Ganze nochmal an beim E-Mini S&P. Ups. Dann sehen wir hier, wenn man das nach Volumen staffelt, dass der S&P 500, der Dezember-Kontrakt, schon die Millionenkontrakte gehandelt hat und eben der September-Kontrakt, ja, der hat weniger als die Hälfte gehandelt. Also sprich, hier bitte aufpassen, speziell in den Verfallsmonaten das Ganze ein bisschen im Blick haben. Also hier ist der Marktscanner, das ist ein kleines Gimmick, sage ich mal, ja, aber ist auf alle Fälle, glaube ich, relativ hilfreich, eben um zu sehen, was denn hier volumenmäßig an den Börsen los ist. Letzter Punkt oder ein weiterer Punkt, den ich bringen möchte, ist jetzt wirklich hier mal arbeiten mit diesen Spalten, weil wir hier natürlich einiges machen können. Wir haben jetzt hier sehr, sehr viel vordefiniert, es kommt dann eben darauf an, welchen Märkten wir unterwegs sind, ja, sind wir in Aktien unterwegs, sind wir im Forex-Markt unterwegs oder handeln wir Futures.
Ist ein Punkt, ja, aber dann können wir hier aber in diesem Marktscan auch mit Indikatoren arbeiten. Und Indikatoren ist ein Streitthema, möchte ich mal sagen. Viele Trader schwören auf Indikatoren, manche sagen, okay, ich handle nur Chart-Pattern, das ist meine Bibel. Ja. Jedem das seine. Fakt ist, Ninja Trader kommt mit sehr, sehr vielen Indikatoren inkludiert daher. Wichtiger, aber weit wichtiger ist aber, Ninja Trader ist eine nach außen offene Plattform. Sprich, wenn man oder wenn du jetzt wenn du einen Indikator suchst, der jetzt nicht vordefiniert ist, dann bin ich mir zu 99% sicher, dass du den im Regelfall auch kostenlos im Internet finden wirst und den einfach in NinjaTrader 8 importieren kannst. Wir sehen jetzt hier mal die vordefinierte Liste, da ist jeder Spaß mit dabei, den es gibt, ja, sei es der Moneyflow Index, RSI, ADX, wie auch immer. Dieses Beispiel möchte ich bringen mit dem RSI, relative Stärke Index. Ich denke, ist ein Begriff. Wenn nicht, im Grunde, dann kann man sagen, dass dieser Markt hat im Grunde zwei Zustände, überkauft und überverkauft. Und im Grunde ist das ein klassischer Indikator, ein mittelklassiger Indikator, der aber trotzdem noch relativ brauchbar oder meines Erachtens brauchbar funktioniert. Ich mag den gerne. Aus diesem Grund bringe ich den auch. Also diesen Indikator möchte ich verwenden. Dann habe ich hier zwei Einstellungsmöglichkeiten oder zwei Setup-Möglichkeiten von dem Indikator. Ja, eine Periode und einen Glättungspunkt. Ja. Periode, das ist der Punkt, wie viele Bars das eben zurückgeht, wie viele Kerzen er zurückschaut und dann ein Faktor der Glättung. Und dann kann ich diese Input-Reihe eben bearbeiten. Also sprich, ich kann bearbeiten, auf welchen Zeithorizont als Beispiel denn jetzt hier dieser RSI-Indikator eben angewendet wird. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, weil man den gerne mal übersieht. Also sprich, wir lassen jetzt diesen Indikator, lassen wir hier auf 5 Minuten, auf einem 5-Minuten-Chart eben anwenden. Und dann können wir noch sagen, vom Zeitrahmen her, geht doch 5 Tage zurück. Und wir nehmen diese normalen Handelszeiten der Märkte, nehmen wir her. Gehe jetzt mal auf Anwenden. Wir sehen dann hier, dass hier Daten reingeladen werden. Ja, und im Grunde sehen wir eigentlich unterschiedliche Werte, die jetzt hier im Mittelfeld sind, wenn es darum geht, um den RSI-Indikator zu bestimmen. Ich ändere das jetzt doch nochmal ab. Ich gehe nochmal auf Anwenden. Okay. Okay, gut, wunderbar. Wir haben auf jeden Fall jetzt hier diese RSI-Daten da auf diesen Indikator und wir können jetzt hier natürlich diese Spalten diese Spalten natürlich auch frei definieren. Also wie gesagt, dieser Indikator hat zwei Zustände und wir können dann eben auch Bedingungen festlegen, wann wir den Alarm bekommen und wann nicht. Ja. Also das hat auf alle Fälle einen wirklich entscheidenden Vorteil. Ich bringe jetzt hier bloß mein Beispiel, dass wenn der Wert größer ist, beispielsweise 70, das ist so diese Standardeinstellung, dann machen wir den Hintergrund rot, dann sind wir überkauft. Und wenn wir hier das Ganze nochmal machen, für Werte, die kleiner sind als 30, dann sind wir überverkauft und haben laut Indikator hier ein Kaufsignal. Überverkauft. Das Ganze kann man natürlich dann auch kombinieren, beispielsweise mit Alarmfunktionalitäten. Ich möchte das jetzt hier bloß mal anwenden. Wir werden jetzt hier leider nichts sehen, weil diese Werte eben dazwischen liegen. Standardtechnisch zumindest und werde jetzt hier nochmal diesen Wert einfach mal abändern, dass man sieht, wie das Ganze dann aussieht. Sind wir kleiner 50. Okay. Also das hier ist jetzt hier nicht regelkonform laut Indikator oder laut den Standard-Settings, aber wie gesagt, ihr könnt im Grunde hier mit diesem Marktscanner nach Indikatoren oder nach euren Vorstellungen eben die Märkte filtern. Und das hat einen riesen Vorteil, dass ihr eben hier mit einem Blick im Grunde den Markt eben bestimmen könnt, weil ihr natürlich, sage ich mal, oder weil man idealerweise natürlich hier mehrere Zeitfenster miteinander kombiniert. Und das war so der Punkt, den ich eher als erstes eben bringen wollte. Man kombiniert idealerweise oder ich kombiniere gerne zumindest verschiedene Zeiteinheiten und bringe das dann
auf den Punkt in einen Chart oder in einen Marktscanner rein, der mir eben dann via Filter eben zeigt, was man damit machen kann. Ja. Und um das ging es mir heute. Wie gesagt, dieses Arbeiten mit diesem Marktscanner ist eine sehr, sehr einfache Geschichte eigentlich. Ja. Also man kann eben hier in diesen Spalten eben mit diesen Spalten sehr, sehr viel hinzufügen, sehr, sehr viel für sich individualisieren und im Grunde dann eben für sich entscheiden, was einem wichtig ist und was nicht. Ja. Ich möchte euch bitten, dass ihr euch das noch mal anschaut, dann, wenn ihr Zeit habt oder genau anschaut, wenn ihr euch dafür interessiert. Ansonsten bin ich ehrlich gesagt heute mit den Themeninhalten durch für heute und möchte euch bitten, wenn ihr Fragen habt, dass ihr eben FX Flat eben kontaktiert oder auch gerne mich. Andreas, ich hoffe, du bist noch da, weil dann beende ich jetzt hier dieses Webinar und möchte euch für die Zeit bedanken. Solltet ihr noch Fragen haben, könnt ihr die natürlich jetzt gerne noch stellen. Okay, wunderbar. Gut, alles okay, wunderbar, perfekt. Dann werde ich jetzt hier mal meine Ton- und Bildschirmübertragung beenden. Ich möchte mich bedanken und habt einen schönen Abend. Vielen Dank. Ja, von mir auch. Schönen Abend. Und wie gesagt, die Aufzeichnung wird zeitnah dann bei uns auf der Homepage veröffentlicht. Also schöne Woche, viel Erfolg beim Trading und bis demnächst.